Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Vampire The Masquerade Bloodlines. Das Zeichen, Leute. Die Pestträger. Da werden wir jetzt hingehen. Ich wüsste noch was anderes, was wir machen können, aber ich will das hier zuvor machen. I think so, I don't know. Ich weiß nicht, einfach, weil lustig. Hier waren wir ja schon mal. Und hier wurden wir gefragt, ob wir erleuchtet sind. Jetzt sind wir es. You enlightened yet, sister? Jo. I see. Welcome to the Aha. The bishop see you from stairs. Der Bischof. Okay, wir haben 5 Erfahrungen. Wir könnten... Hilfe bräuchten wir jetzt auch 8. Ich würde gerne hier auf Körperkraft sparen. Ich will einen besseren waffenlosen Kampf haben. Weil das hier... Ich finde es blöd, dass das hier nur den Schlagschaden verringert und nicht tödlichen und schwer heilbaren Schaden, weil das sind die wirklich gefährlichen Sachen, die wirklich die Suppe verhageln können. Ich glaube, wir müssen echt mal das hier skillen. Wir hätten genug, um das zu skillen. Ich meine, warum nicht? Aber ich will auch Tierhaftigkeit skillen. Die sind so teuer. So schweineteuer. Oh, Manno. Das ist so doof. Wahrnehmung sind wir auch total schlecht. Blöd, 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 blöd. Ich warte mal noch. Ja, der Bischof möchte uns sehen. Haha, sehr schön. Gucken, was dieser Bischof uns zu sagen hat. Da sieht es ja auch toll aus in eurer Bruderschaft. Ihr seid ja eine Bande hier. Eine Bande abgefragter Recken. Ist alles zu. Hallo, Mädchen. Hey. Did you get summoned? You're going upstairs to see the Bishop. Mit dir könnten wir aber auch was anfangen, Mädchen. Berufen? You're new to the Brotherhood, huh? Just got enlightened. I've been here a few days. When the bishop wants to see you, you'll be summoned, and then you go up these stairs up to the temple. Aha, was geht da oben vor? I don't know. I mean, I hear things, but I haven't been summoned. I had a friend snuck up there a few days ago. Said she saw things bad. Bad things. Yeah. Du solltest lieber weg. Was hat sie denn gesehen? Blood. She said, blood everywhere. She saw a few of the summoned to try to talk to them, but they just stared at her with these woo blank looks, you know. One of them started reaching for her and she ran away. Warum lassen sich die Menschen immer nur von sowas da aufgeilen, keine Ahnung, oder beziehungsweise, also nicht in dem Sinne, nicht sexuellen Sinne, aber von sowas beeinflussen und manipulieren und dort reindrängen, das ist echt übel, sowas. Vielleicht ist die Bruderschaft ja gar nicht, was sie vorgibt zu sein. Yeah, yeah. I know. The Bishop said we have to shed our earthly fears on our journey to the ninth circle, but I'm scared to go upstairs. I just want to go home. You know, I want to go home. Wenn ich sie retten kann, dann werde ich das. Neunte Kreis der Hölle übrigens, oder? Warum, Leute? Warum seid ihr so doof? Komm her, ich habe da was, um deinen Schmerz zu lindern. Ja, das könnte ich gebrauchen. Aber keine Angst, brauchst du um den Bischof keine Sorgen zu machen. Obwohl, vielleicht... Ja, ich sollte sie vielleicht... I wanna go home. Ja, du kannst gleich nach Hause. Ist okay, cool. Aber... Ich hoffe mal, das wird sie nicht umbringen. I need a little blood from you. Ist cool. Wirst du wieder regenerieren, Mädchen. Das verspreche ich dir. So, aber ich konnte das jetzt sehr gut brauchen. Ich würde so gerne auf Seelenstärke gehen, ne? Warum wurde ich entdeckt? Wieso wurde ich schon entdeckt? Wow. Ihr seid ja cool. Ich hab dich ausgesaugt, bevor hier irgendwas weiter abgeht. Aua. Ach, das ist krankes Blut. Das war nicht so geil. Ja, Handgemenge ist so gut. Die
albern. Ihr seid solche Flachpfeifen, ey. Ich hau euch einfach so weg. Alter, was seid ihr denn für Blutzombies geworden? Das ist ja krank. Na ihr? Ist cool, hä? Lass mal damit. Wow. Ist einfach zerhackt. Was zur Hölle? Das war wohl ein tödlicher Schaden. Oh, das war auch ein tödlicher Schaden. Okay, versuchen wir es mal damit. Oder warte mal, ich will mal gucken, wie schnell die Waffe hier ist. Verdammt schnell. Okay, sie ist ganz schnell gestorben. Ja, sind ja alles nur hier Opfer. Also, sie können ja alle nichts. Also wirklich Opfer dieser Machenschaften hier. Ja, dann. Oh, seid ihr leicht zu erledigen, ey. Ihr seid so Lappen. Könnt mir nicht mehr schaden. Na, guck mal, Kampf, ausweichen, dieses, ne? Geschicklichkeit im Kampf ist echt nützlich. Zumindest bei denen. Bei den anderen leider nicht so. Also bei ordentlichen Gegnern. Oh Gott, ich mache mir nicht mal wirklich Schaden. Ich prügel die einfach tot. Oh, guck mal, wie toll er da liegt. Oh, meine Freundin wollte mich noch anrufen. Tja, jetzt bin ich tot. Hm, ist schon scheiße, ne? Ist schon kacke, ist schon kacke. Mal gucken, wie das hier jetzt noch weitergeht. Und was der Bischof uns versucht anzutun. Hey, ne? Cool, hä? Überall Blut an den Wänden, wenn ich sie nur so ein bisschen mit den Fäusten kloppe. Okay. Ja, das sieht definitiv aus, als wäre... es wird hier voll was abgehen, ne? Warte mal, hier muss ich doch sicher durch. Und dann ist hier sicher noch jemand. Ich will die alle vernichten. Ganze Plaguebearer. Wir müssen alle drauf gehen. Ach, ist noch einer. Ja, wunderbar. Guck mal. Wie schön ich die wegballere. Ups. Okay, mit den Fäusten kann man auch Tödlichkeit hauen. Ist voll gut. Die Ratte nehmen wir uns noch mit, weil die brauchen wir. Ich will aber noch durch diesen Geheimgang gehen. Ich will wissen, wo der lang führt. Mann, oh Mann. Okay, nochmal zerhackt. Alter, ist das brutal. Spiel ist übrigens ab 16, Leute. Just saying. Just saying. Ja, komm, jetzt kann ich auch weiter hier durchgehen, oder? Ich brauche nicht mal Fähigkeiten hier. Okay, ich will jetzt wissen, wo dieser Geheimgang lang führt. So, damit es nicht mehr so ruckelt. Ich mag das nicht. Haben wir hier Wandmeidung ausschalten bei der Kamera? Gameplay? Nein. Inoffizieller Patch 9.2 haben wir. Man kann keine Kamera... Ah, nee. Kann man leider nicht. Schade, schade. Ja, ihr seht auch hier ein Lautstärkeregler. Super geil. Nichts mit Stimmen und Musik. Nee, nee. Und Untertitel und sowas geht nur so. Also ich kann sie nicht anders einblenden, leider. So. Wollen wir mal hier durchgehen? Ja, ich bin entdeckt. Ist cool. Voll cool und so. Ich weiß nicht, ob Seelenstärke so toll ist. Also ja, ist es, aber... ich wollte es eigentlich nur weghauen. Platt. Ich glaube, hier war ich schon. Habe alles platt geklopft. Ja, war ich. Okay, also hier hat es hingeführt. Ich hätte so gar nicht mehr gesehen. Hä? Ich dachte, hier ging es jetzt runter in so ein Loch. Wo bin ich denn jetzt? Ja, wohl die Orientierung verloren. Manu. Bin ich wieder hier? Okay, überall Blut. Ja, ja. Hier sind sie auch ganz schön runtergekommen aus. Guck mal hier, wer hier ist. Ups. Ich den schon einfach weggeballert habe. Ich dachte, ich sollte hoch zum Bischof. Nicht hier runter. Okay. Wow. Tja, aber als Gangrel, man sieht's. Ich hack die alle so zu Brei mit meinen Fäusten. Das muss man erstmal schaffen. Mal gucken, hier sind wieder ein paar. Hallo, na? Hässlichen Wow, 140 Schaden. Awesome. Ich glaube, das wäre eher 14 und 10, oder? Nicht 140. Das wird auch wieder geplatzt. Alter, die armen Leute. Nein, ich wollte da gucken. Ist aber noch nichts Neues. Hm. Okay, räuchern wir hier weiter aus. Machen wir wieder einen auf Kammerjäger hier. Können wir doch durch. Irgendwie nicht, schade. Sonst sind hier auch keine Räume mehr, keine Leute. Das heißt, ich muss in die andere Richtung. Oh, hallo. Wow,
Was zur Hölle? Die, nicht Brains! Du bist Stück! Stop feeding on me! Oh, is that impossible? Ich habe so viel Handgemenge. Aua. Mistvieh. So, und jetzt auch noch du, du Brains-Arsch. Muss ich nächstes Mal doch noch eine kleine Ratti mitnehmen. Ja, man soll sie nicht unterschätzen. Die können trotzdem noch Schaden machen, wenn sie sowas tun. Versuche mich anzuknabbern. Ob der mich wirklich ausgesaugt hat, hätte ich da nicht auch Blut verloren? Ich glaube übrigens, später können dann die Feinde auch Blut abziehen, was dann die absolute Hölle wird. Weil ich ja nur X-Blut habe. Denn ihr Blut kann ich ja zum Beispiel gar nicht trinken. Da soll ich ja sehr sparsam damit umgehen. Wir sind endlich tot. Da kann ich durch. Wo ist die Ratti? Da war eine Ratti. Komm her, Ratti. Ich brauche dein Blut. Komm jetzt her, du blödes Vieh. Danke. Sehr freundlich. Sehr freundlich. Dann sind wir wieder top. Hier war auch noch was. Ich habe hier noch jemanden gehört. Irgendwo hier habe ich jemanden gehört. Und vielleicht hinter der Tür. Okay, geht's jetzt ab? Wahrscheinlich. Ja. Ah. Do you seek the truth? Well, you have come to the right place, sister. We've got more truth here than we can handle. Ja, das befürchte ich auch, ihr kranken Schweine. Wer zum Teufel bist du? They call me Bishop Vic, Shepherd of the Damned. Your midnight guide through our last days here on Earth. Do you feel it, sister? The curtain being drawn back at last, drawn back by my hand, by the Brotherhood of the Ninth Circle. Ja, die letzten Tage von hier auf Erden, sprichst du von Gehenna? Gehenna, Judgment Day, the Apocalypse, oh, again, sister. You are too indoctrinated into the antiquated beliefs of this material world. There is no rhyme or reason. No all-powerful and terrible god to watch over their children. You talk of disease. What about the disease that you and I both carry? Our flesh remade into nothing more than an abomination, feeding on our brothers and sisters like so many cattle. What god watched over me when that demon tore into my neck and made me into this monster you see before you? No, sister. There is no god who would tolerate such a thing. And so I've become god. And the diseases I carry to the masses will bring about an end of my own making. Until we have all journeyed below into the Ninth Circle. Ja, du wirst auf jeden Fall dorthin kommen, mein Freund. Aber du hast definitiv durch die Krankheit den Verstand verloren. Und Gott gibt es zwar nicht, meines Erachtens, aber... Ja, was soll der Quatsch? warum nicht? Ich verstehe deine Gefühle gegenüber deiner Existenz als Vampir, aber so kannst du damit auf gar keinen Fall umgehen. The time for words is come and gone. Ja, jetzt geht's auf Schnauze, mein Freund. You and I will take those last steps together. Gott, ich krieg sie ja tierisch aufs Maul. And see what truth lies behind the curtain. Let the night fall forever on this cursed earth, and let the fruits of my labor bring a long and bloody harvest. Ich weiß, wie wir uns einigen können. Da, zeig mal, was du drauf hast. Wow, und er kommt mit der Schrot, ne? Die Sacksau. Kleinen Penner erstmal hier ein bisschen zerhacken. Wo ist denn Vic? Ach, da bist du, Sack. Au! Warte mal. Aber gleich richtig. Oh, er ist auch noch schnell. Weißt du, das ist ein Toreador gewesen? Penner. Ja, gleich ist er tot. Dann. My friend. Kann ich nicht mehr davon nehmen? Okay. Wow, voll zerhackt. Zwei Erfahrungen gewonnen. Bischof Vic getötet, okay. Nicht noch mehr von den töten? Ich würde mich auch gerne rumsehen, da war doch sicher noch was. Och, wirklich? Das war nur eine Instanz, wie doof. Jetzt komme ich nicht mehr dahin.
Okay, wir haben Vic getötet. Sie haben Bischof Vic getötet, den Kopf des Pestträger Endzeitkults und so ihrer kranken Religion ein Ende gesetzt. Da stand sie Damselbericht. Okay. Ja, ich bleibe auf jeden Fall bei den Anarchen. Das ist mir jetzt sonst zu doof mit den anderen Trotteln da, mit den Trimären, die voll auf die Camarilla abgehen und so. Nee. Nee. Vielleicht, wenn ich mal ein Trimär-Playthrough machen würde oder sowas, oder weiß ich nicht, vielleicht einen anderen. Könnte man sich das überlegen. Ich werde jetzt die Anarchen wählen. Ich finde die Anarchen in Ordnung. Damsel. Hier sind wir genau falsch. Okay, kann ich hier durch? Oder ist das nur... Nein, das ist nur wieder diese Ecke da, wo ich nicht weiterkomme, glaube ich. So, wir sollten aber wieder bei uns nach Hause und dort die E-Mails lesen. Das wäre gut. Also vielleicht gibt es da ja was Neues. Das könnte ja sein. Confession war falsch. Ich bin doch hier richtig. What? Um zu Damsel zu gelangen. Aber danach fahren wir auch mal heim, denke ich. Es gibt hier noch was zu tun, nämlich genau dort, aber in dem alten Hospital. Es wird auch wieder ein bisschen scarier. Aber schauen wir erstmal. Mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch eine Quest für. Ich brauche mich auch nicht heilen mit der Blutheilung. Wir haben jetzt Storytime und deswegen kann das auch von selbst heilen. Wir sind Vampir. Wunden schließen sich, sobald sie geschlagen wurden. Also beginnen sich instant zu schließen und von daher können wir auch darauf warten. Da ist das bei der schweren Schaden ein bisschen anders. Oh. Warum wollte der Prinz eigentlich, dass wir hier hingehen und Möglichkeit bekommen, zu denen zu kommen? Also, ne, hätte er nicht verhindern wollen eher, dass wir dorthin gehen? Ganz strange. Vielleicht sind wir aber auch sein Spielball und er wollte halt genau das, dass wir uns hier mit denen einlassen und wollte die dann so vernichten. Okay, mal gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Alle Pestträger sind tot. You killed all of them? You. So I guess you want me to thank you or something? Damn it. Ich mag sie. I like her. Und noch mehr Erfahrung. Du bist auch kein schlechter Kerl, Damsel. Eine Zicke, ja, aber eine anständige. Ja. Ja, sie haben auch eine gewisse Struktur. Also es stimmt nicht, dass sie gar keine Struktur haben. Sie wollen nur nicht die Struktur der Camarilla. I know. Warte mal, was wäre, wenn ich die Schnauze von Lacroix voll hätte und mich den Anarchen anschließen wollte? Vielleicht bis dann, Damsel. Wir legen uns noch nicht fest. Ja, brauchen sie. Ich will auf jeden Fall die Quest von Lacroix noch machen, weil das ist, ich meine, ich glaube, die kann man so oder so machen, weil das ist Hauptquest. Die ist eminent wichtig. Und, Vote Robert Thorne. Nein. Nur weil er Puppies auf seinem hässlichen Plakat hat? Nein, definitiv nicht. So, aber jetzt fahren wir erstmal wieder nach Santa Monica und gucken uns da nochmal um. In der nächsten Folge, es könnte sein, dass wir die Elizabeth Dane machen. Unbekannt dort gegenüber einer Bar treffen sollen. Da müssen wir nochmal hin. Gegenüber einer Bar. Wartet mal. War das der hier? Nee, der war... Doch, warte. Das könnte der hier gewesen sein. Vielleicht sollten wir hier mal hingehen. Wäre schon cool, wenn wir die Matschige Jagd weitermachen könnten. Das wäre jetzt noch was Cooles. Gucken wir einfach uns mal um. Vielleicht finden wir auch jemanden, den wir aussaugen können währenddessen. So, Freunde. Würde ich nochmal schnell anschnabulieren. Ich hoffe, ohne dass wir Blut verlieren dabei. Wie sie mal wegschmeißt, ne? Kannst auch ein bisschen netter zu den armen Homeless sein. Ich glaube, das ist hier. Jetzt können wir hier nämlich auch endlich hin. Das wäre ja super. Da hat es ein paar zerhackt. Okay, Freund, ist cool. Nicht so geil. Ehrlich gesagt, aber da liegt was. Ein Key, ja. Did you see it? Dieses Blutbad, das kann man nur schlecht übersehen. He done tore him up, right in two, ripped him apart like a ragdoll. Ja, sag mir, was du gesehen hast. Nee, wer war's? These two guys, that guy and another, they showed up. I've been living here, so I hid. I thought maybe they was owners or cops come to clean the place out. Wer war der andere Typ? A dead fella called him Muddy.
Also was haben der tote Typ und Muddy hier gemacht? They was waiting on someone. They were going to do some kind of job, they were saying. But the person they was meeting, well, he was late. So the one guy leaves, he find a phone and call him and the dead guy stayed. Oh, that's when the killer, that's when he showed up. Aufgetaucht? One second he wasn't there and then he was. Like out of the shadows he come up, scared the shit out of the dead guy. I like to scream, but I couldn't breathe. Okay, Nocky. Was dann passiert? Oh, that killer, he grew these claws. I swear it, I saw it. The dead guy went white like he's seen the devil. Das ist ein Gangrel. Grabbed him round the neck and lifted him up and started cursing at the guy. Was hat er gesagt? Oh, I couldn't hear too good. Something about revenge for what he did or what they did. Becker? The killer made sure Beckett? That guy knew who he was and then ripped him open. Just tore him apart. He did it real slow and made the guy scream. Okay, was war mit dem anderen Typen, Muddy? Ist er zurückgekommen? No, he never come back. Danke, bis dann. Das war wahrscheinlich ein Setup. Okay, ich muss jetzt aus dem Weg rennen. Puh, okay. Das war Karneval des Todes. Nicht matschig. Was zur Hölle? Die sind beide connected? In einer verlassenen Lagerhalle im Schauplatz des letzten Mordes haben sie mit einem Penner gesprochen. Er hat die Tat beobachtet und ihnen erzählt, dass der Mörder Klauen hat und sein Opfer auseinandergerissen hat und dabei von Rache geredet habe. Ja, lecker Blut. Und ein Kopf. Kennen wir den? Generischer, upsala, generischer Kerl. Yay! Ups. Ja, ein bisschen respektlos, I know. Ah, nein, kein Feuer. Feuer bad. Feuer bad. Feuer heiß. Ah, ich brauche keine Blutheilung, das wird von alleine wieder. Sofern ich jetzt nicht weiter da reinrenne, ich Vollidiot. Großartig. Ich hätte sicher irgendwie löschen können oder so, aber ich bin doof. Road Race. Hm. Na gut, wird schon gehen. Feuer ist nicht schön. Autoradio, sehr gut. Warum, wenn man die automatisch jetzt aufnimmt? Das war früher nicht so. Zimmerschlüssel des Lucky Star. Okay. Sie haben Miltons zerfetzte Leiche. Ach, das war Milton. Bei einer verlassenen Lagerhalle gefunden. Aber Durbin war nirgends zu sehen. Sie haben jedoch einen Schlüssel zum Lucky Star Motel gefunden. Milton war der Tote. Ach so, er ist der Typ, der doch Lilly zu Mungu gemacht hat. Okay. Lucky Star Motel. Das ist hier nicht. Zieht sich das noch in die anderen weiter? Nach Hollywood? Oh, ich hätte wahrscheinlich einfach... Warte mal. Ne, hätte ich nicht. Komm ich da nicht hoch? Oh, da ist noch eine Leiter mit einer Kettensäge. Großartig. Kann ich hier nicht ran? Ne, kann ich nicht. Schade. Ach so, ich wäre wahrscheinlich... Anstatt durchs brennende Fass zu rennen, hätte ich auch einfach... den einfachen Weg nehmen können. Aber nein, ist ja cool, ist cool. Ich habe das brennende Fass genommen, weil ich lustig bin. Und weil ich mir gleich wieder einen Penner schnappe, an dem ich mich labe. Nom nom nom. Egal. Aber wir haben jetzt was rausgefunden, was richtig krass ist, nämlich, dass die beiden Sachen connected sind. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Arme Frau, ich muss sie leider mal ein bisschen ausnuckeln. Ist okay, oder? Haben sie nichts dagegen? Nee, haben sie nicht. Ist cool. Bitte nicht in die Tonne werfen, Mädchen. Dankeschön. Aber Frau kann auch nichts dafür, dass sie hier einfach kein Obdach hat und so. Gegenteil, die meisten Leute können nichts dafür, habe ich so das Gefühl. Ja, in die Situation kommt man schneller, als man denkt. Da sollte man nicht, irgendwie respektlos über die armen Leute reden, weil die meisten... Das heißt nicht, dass das alles faule Penner sind, sondern es kann auch einfach Leute sein, die mal Pech hatten. Und ihre Miete nicht mehr zahlen konnten, deswegen rausgeflogen sind, Schulden gemacht haben dadurch und so und schon bist du dabei. Hier ist so das Hello Brook Hotel. Wo ist denn das Lucky Star Hotel? War das in Santa Monica? Ah. Pestträger in Los Angeles ausgerottet. Okay. Okay, wir könnten jetzt noch hier reingehen beim nächsten Part, aber ich will erstmal zurück nach Santa Monica. Wir gehen erstmal nach Santa Monica und gucken uns da um, ob da noch was Neues ist. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch mit von der Partie, wenn es wieder heißt Vampire The Masquerade Bloodlines. Bis dann, Leute. Tschüss.